Olaf. Video läuft. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Sallys verrückter Welt. Wir gehen gerade spazieren mit Lola. Bleib. Und wir gehen ein bisschen rum, um den Spazieren mit ihr. Haben wir heute noch nicht gemacht. Und nachher machen wir noch eine Challenge, die wird auch voll cool. Wir wissen zwar noch nicht was, das machen wir ganz spontan. Und danke meine Kamera, klar, die natürlich immer alle Videos schneidet. Und ja, und jetzt würde ich sagen, ich übernehme die Kamera. Du hältst Lola nicht, dass die auf die Straße läuft. Lola? Mein Handy war schon wieder fast obig vorhin. Lola, nein. Ist Klumpi. Klumpi.tv. Unbedingt abonnieren. Lola! Lola! Hier. Fein. Wir sehen uns später, höchstens in 5 Minuten wieder. Bye. Willst du auch noch was sagen? Nee, bye, bis später. Bis in 5 Minuten. Wir haben ein kleines Problemchen. Selina flippt aus wie ein kleines Hündchen. Lola, nicht in den Friedhof. Es war zwar nicht mal eine Minute, aber die beiden kleinen Hündchen spielen Fangerl. Lola, komm. Dann bis später. So Leute, wir sind jetzt am Sonnenblumenfeld, gehen jetzt das Maisfeld und wieder zurück. Hier ist Lola. Oh, ich muss euch was sagen. Weil mein Nachbar im Garten steht eine mindestens 2 Meter große Sonnenblume. Die können wir euch auch dann noch zeigen, bevor wir die Challenge machen. Die ist richtig hoch. Leute, ihr bleibt jetzt ein bisschen bei uns. Zwar nicht die ganze Strecke wahrscheinlich, aber... Wir werden wahrscheinlich nur bis hinten zum Maisfeld und wieder zurück. Zum Maisfeld. Seht ihr das da? Bis also da hinten zum Maisfeld. Genau, bis dahinter und wieder zurück. Die ganze Strecke nehmen wir euch natürlich nicht mit. Ist ja ein bisschen langweilig, aber... Das schneide ich dann alles so noch zusammen. Ja, sie schneidet wahrscheinlich meine Videos. Ich bin zu dumm dafür, dass ich das mache. Nee, bist du nicht. Du bist zu schlau. Jo. Zu schlau für den Menschen. Lola? Lola, Kim! Wir gehen hier umsonst mit der Gassi. Ich muss auch ein bisschen schnuppern. Im Hund braucht sein Freiraum, ne? So, also, ich melde mich jetzt ein paar Meter nochmal. Und dann zeige ich euch unseren neuen Standort. Vielleicht Bye. Ist er ganz dahin. Ganz dahin. Jo Leute, wir sind jetzt hier beim Maisfeld. Hier geht es zwar noch ein bisschen weiter, aber schauen wir. Ich gebe euch mal, wie groß diese Maisfelder sind. Ne? Gebt euch das mal. Oh mein Gott, voll geiler Special Effekt. Alter, wie geil. Sieht jedenfalls voll geil aus. Alter Schwede, das schaut richtig geil aus. Wir gehen jetzt. Machen wir Musik an. Also, hier läuft Lola ein bisschen lang. Wir gehen jetzt noch davor. Hier wurde leider schon alles abgemäht. Und wählen uns gleich wieder, wenn wir ganz da hinten sind. Hey Leute, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir zurückgehen, nicht mehr das Stück hier, weil nun kann ich mehr, wir müssen zurück auch noch gehen. Wir gehen jetzt deinen Weg hier zurück. Ja, weil Lola kann fast nicht mehr. Ja. Noch davor, weil es zwar ein geiler Special-Effekt, wenn wir unbedingt vom Mais sind, aber der Hund ist uns wichtiger und jetzt gehen wir zurück. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ganz da hinten beim Weg sind. Ciao. Tschüss. Hallo. Neu. Hund am Arsch, auf gut Bayerisch gesagt. Also Leute, wir hören jetzt gerade Musik, richtig cool, kannst lachen lassen. Wir sind jetzt fast am Ende. Fast ist wirklich, es ist weiter, wie es aussieht, weil ich jetzt gerade sehr weit weg zoome. Aber eigentlich sehen wir es gerade so ungefähr. Nee, hä? So. Ja, ist ja auch eigentlich egal. Und ist eigentlich, ja, und egal. Wir haben heute richtig viel Glück. Heute könnten wir 5 Sachen aufnehmen mit geiler Blutmond. Einem klaren Himmel. Und heute zwar kommt Blutmond. ISS, Blutmond, vielleicht Milchstraße oder Mars. Den Mars oder Sternschnuppen. Ich bin ein bisschen vor, da kann ich dir filmen. Da wären 5 krasse Sachen, die wir bei diesem krassen sternklaren Himmel heute aufnehmen können. Wenn es so bleibt. Oh, schau mal, da hinten ist ein Luftballon. Da auch? Ja, richtig, richtiger Luftballon. Ja, ich meine halt Heißluftballon. Sieht man den in der Kamera? Da ist einer oder und da ist ein blauer. Also nicht wundern. Ich glaube, das. Bye. Hey Leute, wir haben heute richtig viel Glück. Guck mal nach oben.
sternklarer Himmel. Das heißt, wir haben heute 5 Möglichkeiten, 5 Sachen zu sehen. Und zwar Blutmond, die ISS, den Mars, die Milchstraße und Sternschnuppen. Sorry, dass man die nicht gerade sieht. Ich stehe gegen die Sonne. Ja. Und jetzt sind irgendwo... Ja, warte halt mal. Ich zeige ich die mal dir. Vielleicht sieht man die auf der Kamera. Warte, müssen wir mal. Da haben wir richtig viel Glück. Und wir stehen immer noch gerade am Feld. Und ja, Lola ist... Lola, nee, ich glaube, die sieht man gar nicht mehr. Schade. Ist schon voll am Arsch, der Hund. Auf gut, beides geschaut. Und ja, jetzt haben wir gerade noch mal... Wir sind auch Bayern und deswegen reden wir auch manchmal niederbayerisch. Einfach... Einfach aus Spaß, lol. Ja, ja, einfach, wir reden einfach immer aus Spaß. Also, ja. Lola! Ja, Lola ist am Arsch. Lola geht aber schon ein bisschen besser als davor. Und ja. Wir haben gerade ein bisschen Pause gemacht. Dann wollte ich aufnehmen. Ist mir aufgefallen, ich habe nicht aufgenommen, wollte ich aufnehmen, weil der Speicher voll ist, sind wir da eben 5 Minuten runtergeknopft. Hier haben wir dann die Spiele gelöscht. Ah, ich habe um die 50 Spiele gelöscht. Ja. Ich weiß, richtig viele Scheißspiele am Handy. Und ja, wieso Speicher voll? Wir nehmen gerade auf meinem Handy auf, weil wir auf ihrem nicht vloggen können, weil wir es da nicht gescheit schneiden können. Und weil ihre Kamera schon ganz schön buggt. Ja, die buggt. Deshalb nehmen wir jetzt meine. Ja. Sie schneidet halt immer die Videos und ich vorproduziere auch die Videos, weil nur sie kann schneiden. Und dann kommen in jeder Woche 2 Videos. Videotage ist eigentlich nichts jetzt. Und wenn ich halt erwachsen bin, dann lade ich nur jeden 2, weil ich mich um die 3 Stunden lang am Handy hocken kann, um das alles zu schneiden. Ja, vor allem, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade, würde ich ja 5 Stunden da knacken. Also, nein, jeden Tag, das heißt 7 mal 5. Was ist 7 mal 6? 42, oder? 42, schlechte 42. Mathe. Warte, weil es eine schlechte Mathe. Ich weiß nicht, was 7 mal 6 ist, aber trotzdem habe ich die Mathe. Ein Schnitt von 1,89. Also ich will es nicht damit angeben, aber ist so. Was ist 42 mal 15? So was, 42 mal 15, weil ich brauche für jedes Video ungefähr 15 Minuten. Ja, und das ist schon das krass halt. 42 mal 15 sind schon locker ein bisschen über. Zu viel. Ja. Es wäre über einen Tag. Und da sind jetzt 2 Ballons und da hinten ist auch noch einer, den sehen wir nicht mal fast. Das ist einfach nur noch ein Punkt. Man sieht gar nichts. Und wir können euch noch danach ein Bild oder ein Video mit ins Video stecken, wegen der Sonnenblume, 2 Meter von meiner Nachbarin. Und wegen den Luftballons, die wir heute... Man sieht keine fucking Ballons. Ja, und von den Luftballons, die wir an unserer Schule heute ausgelassen haben. Das sieht so ultra aus. Ja, das ist so geil. Das können wir euch jetzt auch noch einblenden. So, wir gehen jetzt nach Hause und dann sehen wir uns wieder zu Hause. Tschüss. Das ist nicht für schwarze Nerven, für schwache Nerven. Sie haben... mittlerweile übertreibt, dann machen wir es doch lieber, oder? Ja. An den Füßen ist halt noch totales Blut dran. Man denkt wirklich, hätte jemand nur was. Sieht aus wie Momo, nur Minecraft-Version. Wie die Minecraft-Version von Momo. Genauso sieht sie aus. Da könnten wir auch noch ein Bild von einblenden. Ja. Da haben wir ein Screenshot davon. Genau jetzt.
Also nicht genau jetzt, aber wir blenden sie euch jetzt im Laufe von jetzt an. Okay. Okay, BB, ich wasche mich noch fertig und dann sehen wir uns danach wieder. Ja, tschö. Sie hat sich jetzt fertig gewaschen. Das hat gar nicht so lange gedauert. Sie muss sie nur noch die Füße waschen. Und jetzt überlegen wir uns die Challenge und dann drehen wir sie